Servus, grüß euch. Was geht's euch? Heute geht's hauptsächlich um ESO. Ich tue ja meine Persona-Züge alle beleuchten und zusätzlich noch stromführende Magnetkupplungen einbauen. Und ich verwende ja die Lichtleisten, die digitalen da, die 50708er von ESO. Naja, wie machst du das? Also zuerst das halt vorm Einbauer die Adresse programmieren, dann tust du an dem Body ungefähr die Helligkeit einstellen, aber jeder Wurm verhält sich anders, du weißt ja nicht, wie viel das, wie es einstellen sollst, das ist reine Glückssache. Und ich möchte ja, wenn ich von der Lok das Licht einschalte, also praktisch mit F0, möchte ich, dass praktisch der Zug sich die Beleuchtung mit einschaltet. Die Leisten sind aber so programmiert, dass F0 ist Schlusslicht ist und F2 die Beleuchtung. Also musst du das F2 auf F0 rüberkriegen. Schlusslicht, das würde ja passen mit F0, das soll natürlich auch mitschalten. Also was habe ich gemacht? Na, anders noch gesagt, weil wenn du dann die Leisten eingebaut hast, machst du dein Dach drauf. Das sind so kleine Nasen und so, das wisst ihr ja alle. Da bricht er, wenn du das zwei, dreimal aufmachen musst, irgendwas ab oder hält nicht mehr oder keine Ahnung. Und wenn die Leisten eingebaut ist, kannst du ja die CVs nicht mehr so ohne weiteres verändern, weil da musst du ja einen AUX an Verbraucher anschließen, dass du die CVs verändern kannst. Des Weiteren wissen wir, das ist zu kompliziert. Die Rumrechnerei da mit Plus und Minus und Zusammenzählen und keine Ahnung. Also, was habe ich gemacht? Mal schauen, wie rum das er hat. Ich habe mir dann den Lokprogramm erkauft. Also muss ich sagen, hat auf Anhieb funktioniert. Total einfach, easy, muss keine Beschreibung, nichts lesen. Innerhalb von 5 Minuten habe ich meinen ersten Wagen programmiert gehabt oder meine erste Leiste. Also wirklich klasse. So, jetzt aber wo waren wir? Bei einem Lokprogramm waren wir. Ja, einfach in den Wagen nehmen. Durch meine stromführende Magnetkupplung ist das natürlich ganz easy, die Kupplung drauf, am Programm anschließen und dann kannst du deine ganzen Werte verändern, ohne dass du dann morgen noch einmal irgendwas aufmachen musst, also ist wirklich klasse gemacht. Zeige ich euch dann noch ein Beispiel, einen Zug habe ich jetzt schon fertig gemacht, ja vorerst würde ich das Ding natürlich nur haben für die Leisten, später werde ich vielleicht irgendwann noch einmal keine Ahnung, an Decoder programmieren oder an Sound aufspielen oder was, aber das kommt irgendwann einmal noch. Vorerst geht es mal nur um die Leisten. Wie gesagt, das hat prima funktioniert auf Anhieb und hat erfüllt seinen Zweck und ist total einfach zu bedienen. Dann zeige ich euch jetzt mal noch ein Beispiel und wünsche euch viel Spaß und ja, das war es dann von meiner Seite her. Also dann, Servus. Jetzt, da bin ich nochmal. Immer noch was eingefallen. Wenn Sie jemanden dafür interessiert, wie das vonstatten geht, das Umprogrammieren, ohne großen Schnickschnack, weil so ins Detail, ins letzte Ding gehe ich da auch nicht rein. So die einfachen Handhabungen, also der kann ja dann ganz schreiben, dann kann ich das gerne mal in ein Video noch nachreihen. Also ist kein Problem, ne? So jetzt mal die F-Funktion verlegen oder die Helligkeit einstellen oder die Adresse oder so programmieren, so die einfachen Sachen halt, weil das reicht mir so ins ganz Feine mit das und das, was man alles machen kann. So verrückt bin ich da auch nicht. Also, könnt ihr gerne schreiben, wenn Interesse besteht, ansonsten, ja, lassen wir es dabei. Könnt ihr es euch jetzt mal anschauen, was das Ergebnis ist. Gleich, so schaut die Beleuchtung aus, vorm Programmieren. Also man sieht schon, es ist viel zu hell. Jetzt müsst ihr dann normalerweise wieder alles Dach runter machen, zerlegen. Und so schließt es halt einfach am Computer und dann fertig. So schaut jetzt dann die Beleuchtung aus, nachdem ich es halt programmiert habe. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig zum Filmen, aber ich glaube, das sieht man schon, dass das gut ist. Ja, zeige ich euch den Stadtvorgang nochmal.
ist ja eine coole Geschichte. Mir gefällt's gut. Vorne habe ich praktisch ein Flaggerlicht einprogrammiert, das wo in zufälliger Reihenfolge immer wieder ein- und ausgeht.